Wie kam es dazu, dass die Rockergruppierung den Namen Hells Angels Nomads Türkiye trug? Nachdem Kadir Padir und seine Männer zu den Hells Angels gewechselt waren, hatte er während der Verhandlungen mit dem Boss Frank Hanebut einige Sonderleistungen für seine Gruppe ausgehandelt. Normalerweise müssen Neueinsteiger oder Clubwechsler eine bestimmte Zeit warten, bevor sie volle Mitglieder werden können. Diese Regelung ist in den World Rules des Clubs festgelegt und bindend für alle Brüder. Kadir forderte jedoch von Anfang an das volle Clubstatus für seine Gruppe und drohte mit einem Abbruch des Deals, falls seine Forderungen nicht erfüllt würden. Daraufhin soll es zu einem World Meeting gekommen sein, bei dem die Hells Angels weltweit über Kadir und seine Truppe beraten haben. Schließlich wurde eine Einigung erzielt. Die neuen Brüder wurden zunächst den Hells Angels Nomads Türkiye zugeordnet. Diese Gruppierung gilt als unabhängige Truppe, die zwar zusammenarbeitet, aber keinen festen Standort hat. Ein Jahr später bekamen die ehemaligen Bandidos ihr eigenes Charter mit dem Namen Berlin City. Die Entscheidung der El Centro Rocker, zu den Hells Angels zu wechseln, bleibt nicht ohne Konsequenzen. Im April 2010 warnten die Berliner Sicherheitsbehörden vor einem möglichen Racheakt der Bandidos. Das Bundeskriminalamt, BKA, gab Hinweise darauf, dass ein Killerkommando auf Kadir Padir angesetzt worden war. Berichten zufolge waren Männer aus Dänemark auf dem Weg, um den Überläufer zur Rechenschaft zu ziehen, was im Klartext einem Mordauftrag entsprach. In der Szene galt der Wechsel zu den Hells Angels als unverzeihlicher Hochverrat. Als Reaktion darauf verschärfte die Polizei die Kontrollen im Grenzgebiet. Glücklicherweise blieb ein Anschlag aus. Die Geschichte wird in Episode 5 fortgesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen.